Was ist, wenn ein Herz zu schlagen aufhört? Wenn der Motor verstummt? Was ist? Ogwui Enwesor wurde nie müde, unbekannte Welten zu zeigen. Leid, Grauen, Überleben, Leben. Die Ausstellungen, die er schuf, waren nie Exotismus, immer dringende Notwendigkeit. Wow, that's a very small camera. Ogwui Enwesor ist einer der ganz, ganz großen Persönlichkeiten der Kunst und Kultur, und zwar auch international. Er hat Kunstgeschichte geschrieben und er hat vor allen Dingen deswegen Kunstgeschichte geschrieben, weil er unseren westlichen Blick erweitert hat. Eine neue Weltordnung. In seiner Ausstellung Post-War stellte er die Kunst der Superstars wie Richter neben die im Westen unbekannten Künstler aus Afrika oder Asien. Bei allen Unterschieden hat er gesehen, dass es eine universelle Frage gibt, die jeder Künstler auf der ganzen Welt klären muss. Jeder Künstler hat eine Vorstellung davon, was ein Mensch ist. Das liegt in der Natur der Sache. Und das sieht man hier auch. Die Antworten auf die Frage, was ist der Mensch? Der Mensch und wie er ringt. Enwesor wurde in Nigeria geboren. Als Kind ist er 40 Mal umgezogen. Später in die USA gegangen. Er kannte das Unbehauste. Die Großskulpturen von El Anatsui. Chika Okeke Agulu hat mit Enwesor bis zuletzt an dieser Ausstellung gearbeitet. Er war Okwui bis zum Ende. Sehr intensiv, geistig sehr beweglich. Jemand, den Krankheit nicht stoppen konnte. Bis zum allerletzten Moment lag er in seinem Krankenhausbett und schrieb. All the World's Futures. Das Motto der von ihm kuratierten Biennale in Venedig 2015. Gerade als das Haus der Kunst finanziell und baulich saniert werden musste, konzentrierte er sich auf die Großausstellung in Venedig. In München gab es dafür auch Kritik. Ich sitze doch nicht einfach nur im Büro. Ich bin Advokat, der oberste Botschafter dieser Einrichtung. Und wo immer ich auch hingehe, weht dort die Fahne des Hauses der Kunst. Er schuf eine starke Biennale, ließ schon im ersten Raum Arbeiten von Bruce Nauman und dem Algerier Adel Abdesemed aufeinandertreffen. Mensch, Gewalt und Tod. Der Zustand der Welt. Und am Boden, dekorativ wie Blumensträuße, Schwertergestecke. Hier geht es nicht um seichte Unterhaltung. Nicht alles ist elektrisierend. Manchmal muss es trocken sein. Es war sozusagen keine verhärtete, theoretische Form des Denkens, sondern so eine elegante, poetische Art des Denkens, die sich, finde ich, am besten offenbart, wenn er gesprochen hat. Das ist so ein ganz, ganz schöner Moment. Und ich kann mich an keinen Augenblick mit ihm erinnern, in dem es nicht sozusagen um existenzielle Inhalte ging. In der Kunst schwer, als Mensch leicht, nahbar. Das vielleicht beste Beispiel für Ogwuis Präsenz war, dass man eigentlich ihn als erstes gehört hat an seinem Lachen, was über den gesamten Flur geschallt hat, wenn er im Haus war, und seinen schnellen Schritten, mit denen er auf und ab gelaufen ist. Und man wusste eben, dass er als nächstes bei einem Büro vorbeischauen würde. Die Krisen in seinem Haus wurden auch ihm angelastet. Personalskandale, abspringende Großsponsoren, Finanzlöcher. Aber Enwesor verschaffte dem Haus der Kunst auch weltweites Renommee, schuf Blockbuster wie die große Baselitzschau und bezog immer wieder Stellung zum schweren Erbe des Nazi-Baus. Es war eine seiner ersten Pressekonferenzen, als er sagte, er möchte das Haus der Kunst eigentlich gerne zum Schweben bringen, auch wenn es nur so 1-2 Millimeter über dem Boden sind. Also das heißt, diesen ganzen historischen Ballast zwar anzuerkennen, aber sich davon nicht erdrücken zu lassen. Bei seiner letzten kuratierten Ausstellung ist ihm genau das gelungen. Mit farbenfrohen Riesenskulpturen. Der ghanaische Künstler El Anatsui lässt sie aus Müll und wertlosem Material zusammensetzen. Die Umdefinierung von Wert und Welt. Die Kunst verliert einen ihrer präzisesten Denker. Ogwui Enwesor.
ein Humanist.